Es gibt überhaupt nur zwei Hinweise, die ein einziger sind, in denen das Reale aktiv einen Hinweispfeil produziert in diese Richtung, unbedingt imperativ gehen zu sollen. Das ist einerseits jene Landschaftsformen, jene Wellenrundungen, die das Befruchtungsfurchental umrahmen, betonen, indizieren als bevorzugte Lokalitäten eines gelegentlichen Besuchs und die so geschwungen sind, elliptiform, dass damit indiziert ist, man solle diesen Ort umkreisen, wie Schweifsterne, wie Planeten, ihre Fixsterne, ihre Proteas. Und zweitens, was das Gleiche ist, dieses so selbstverständlich autonom, autochtone Selbstwert Empfinden des Ästhetizismus einen platt oder breit schlagenden, stottern machenden, lähmenden, erzittern machenden Blendschönheitsoberfläche. Im Prinzip der Schönheit indiziert das Reale aktiv einen Ort, den es gülte, heimzusuchen.